Hallo, 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 herzlich willkommen zu South Park Phone Destroyer. Willkommen dazu, ich bin der Lars und ich grüße euch ganz herzlich zu einem neuen Game auf meinem wunderbaren Kanal, Mobile Game. Jawohl, ist schon seit ein paar Monaten raus, ich war inaktiv, habe nichts gemacht, aber ihr wisst alle, ich liebe South Park. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, South Park zu heiraten, würde ich es direkt machen und Kinder bekommen und einfach nur allen Scheiß, weil South Park ist der geilste Scheiß, den es gibt auf diesem Planeten. Leider habe ich das Intro jetzt nicht aufgenommen, was ein bisschen blöd ist. Was sehr, sehr blöd ist. Es tut mir leid, aber ich konnte den Account nicht mehr resetten. Ich habe jetzt so eine Grafik hier reingepackt mit Cartman, der da als, weiß ich nicht, als Buddha irgendwie am rummeditieren ist. Sieht ganz cool aus, gefällt mir. Und ja, wir gucken mal rein, was hier so abgeht bei dem Game. Sieht interessant aus. Ich habe schon mal, wie gesagt, das Intro habe ich ja gespielt. Das war so ein geiles Intro. Ich liebe es einfach nur und ich kriege es einfach wieder nicht hin, den Account zu resetten und das Ganze nochmal aufzunehmen. So eine Scheiße, Leute. Bitte entschuldigt das Ganze. So, was muss ich jetzt machen? Ich muss auch fortsetzen, glaube ich. Wir klicken mal drauf. Cartman. Tippe auf den Levelknoten, um die Jagd auf Stan, der vielen Monde, fortzusetzen. Also mal kurz zu erklären, die Jungs wussten nicht, was sie machen sollen. Die haben die ganze Zeit so, spielen wir dies, das, Ananas, machen wir diesen Scheiß. Und dann hat sich Cartman gedacht als Sheriff, wir spielen jetzt Cowboy gegen Indianer. Es scheint ein Kartengame zu sein, ich habe es noch nicht so richtig gesehen. Und da gab es ein kleines Tutorial. Oh, guck mal, da ist Butters als Chinese verkleidet. Der natürlich, oder ist Japaner? Japaner, ne? Chinesen und Japaner verwechsel ich immer wieder. Ich weiß nicht wieso. Unfassbar. Egal. Ist gut, ist gut. So, Cartman. So, auf den ersten Knoten. Alles Lächeln. Let's go! Homebase. Oh, das übrigens bin ich. Ich habe mich da selbst erstellt. Ich habe versucht, so gut es geht. Ich bin blond. Ich bin ein Mensch. Es passt, glaube ich. Level-Schwierigkeit. Das hier ist einfach. Alles Killerchen. Okay, beste Beute, wir bekommen neue Karten. Wir müssen Abschnitte 1, 1 von 15. Ah, wir müssen jetzt kämpfen. Ich bin gespannt. Los geht's, ich will kämpfen, 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 kämpfen. Und Stan, der alte Indianer. So, Karten. Erfordert Energie zum Ausspielen. Das weiß ich, ich habe maximal 8. Die Energie erhöht sich mit der Spielzeit. Die Spielzeit ist scheinbar da unten, alles Gleiche. Das kostet 4 als Beispiel. So, halte die Karte angetippt, um die Details zu erfahren. Konnte ich erstmal machen, testweise. Hier Cartman, Sheriff Cartman. Das Symbol steht für die Klasse. Schild, Tank, Dolch, Attentäter, Schwertkämpfer. Okay, Schild ist Tank. Aufgeladen verursacht allen Feinden in der Nähe mit dem Kugelkoller Schaden. Er kostet 4, hat 376, 16 Damage. Glaube ich ganz gut, ne? Ist ein Tank. Okay. Wir spielen mal einen Tank. Rein da. Zieht auch die Leute auf sich. Jawohl, macht er. Ich habe jetzt... Ach, da unten ist der... Ah, okay, okay, okay. Ich würde mal sagen, wir spielen mal hier Revolver-Held-Kollege rein. Let's go. Er hat seine Special-Fertigkeit aktiviert, aber die müssen natürlich in der Nähe sein dafür. Wir warten, bis er reinläuft. Komm, Cartman, rein, 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 rein. Go, 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 go. Let's go. Trifft er alle. Oh yeah. Cartman stirbt aber. Scheißegal, wir brauchen einen Tank. Haben wir einen Tank? Wir haben keinen Tank, aber der macht das schon hier. Easy going. Wir haben ja Cartman am Start. Wir haben ja Tank am Start natürlich. Der Cartman, der dicke, fette Sack. Er hat nur schwere Knochen. Hier kommt Tank rein. Let's go. Oh mein Gott. Du bist keine Herausforderung für mich, Bleichgesicht. Ich habe mächtigere Karten, als du dir vorstellen kannst. Holy moly. Was jetzt? Oh Gott. Zum Vorsitzenden anklicken. Was ist das? Das ist Kenny. Todeswunsch. Tötet den Feind, der ihn getötet hat. What, 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 what? 4. Das ist eine goldene, das ist eine legendäre, epische, ich habe keine Ahnung. 500 HP und 40 Damage kostet nur 4. Holy shit. Ich habe Angst. Oh no, oh no, oh no. Der sieht cool aus. Huhuhu, wir spielen Cowboy und Indianer Arschlöcher. Ja, das passt doch nicht dazu. Aber nur technisch gesehen, alles gleich hin. Tod den Cowboys! Shady. Schicken die sich alle per... Okay, Kampf. Ich würde mal sagen, ich schicke einen Attentat auch noch rein. Hier alles, go, 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 alles rein, was wir haben. Alles rein! Special-Fertigkeit, go, 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 einfach alles rein, was ich habe, scheißegal, ich habe meine Karten aufgebraucht, let's go, Damage, Damage, Banditin, übrigens, das Kindergartenkind mit Schere macht den meisten Damage, warum man es kann, mach kaputt, ja, ihr habt Kenny getötet, ihr Schweine, Sieg, ey, das sieht auch alles sehr, sehr geil aus, animiert, ist, glaube ich, von Ubisoft sogar, übrigens, das andere South Park Game, das neue, werde ich auch irgendwann spielen, also, bleib gespannt auf meinem Kanal, weiter, geil, easy, was tun wir jetzt? Es sind 3 besondere Objekte in diesen Spinden versteckt. Versuche sie zu finden. Feuerball, Münze, Banditen. Sally, öffne 3 Spinde. Ah, das ist so ein richtig cooles Spiel. Guck mal, das ist Lord. Oh Gott, Metal, Metal, go. Also Lord ist schon geil. Lord ist richtig geil. Machen wir auf. Was bekommen wir? Oh,
Nur ein Indianerfeder. Ist nicht so gut. Irgendeinen nehmen wir jetzt noch, der kacke ist, wo nichts dran ist. Zum Beispiel den. Oh, ja, Feuerball. Oh Gott. Verursacht bei Gegnern in der Nähe Schaden. 18 Schaden, wenn der gegnerische Anführer getroffen wird. Geil. Nimm mal. Da noch ein. Ja, okay. Wahnsinn, du hast die Feuerballkarte. Sie ist jetzt in deinem Deck. Ja, geh weg, du Nachricht. So, ja, noch Münzen und Banditen-Sally. Ich will Banditen-Sally noch haben. Sie ist bestimmt bei. Entweder bei Gaukaus oder bei den Aufklebern. Wir gehen zu. Ne, wir gehen die. Nehmen die. Yes! Das sind die Münzen. Da ist egal, nehmen wir auch mit. 100 Münzen. Geil. Glaube ich ganz gut. Wir haben 2 gefunden von 3. Ist okay. Das ist, glaube ich, wirklich sehr gut. Geil. Oh, du hast mich umgebracht, du Bastard. Hahaha. Oh, Cowboys an die Macht. Habt ihr alle gesehen, wie der neue den Indianer geownt hat? Ja, Indianer verlieren. So, weiter geht's. Eingeborene sind nicht leicht zu besiegen. Sofort weiter. Oh mein Gott. Was ist los, Cartman? Das ist doch hier Krüppel. Ne? Kennen wir doch. Kann ich jetzt irgendwas anderes noch machen? Kann ich hier rausgehen? Homebase. Was kann ich zu Hause machen? Ich check mal kurz die Lage. Homebase. PvP-Fights. Kann irgendwas bald erhältlich. Ich kann auch nichts anklicken oder so. Ich glaube, ich muss erstmal. Das könnte doch das Tutorial sein hier. Ja, keine Ahnung. Ist immer noch Episode 1. Machen wir weiter, Jungs. Machen wir weiter hier. Let's go. Los geht's. Weiter spielen. Wir wollen hier Action. Action. Wir wollen Party. Wir wollen alles vernichten. Hart ins Gesicht ottern. Dich holen wir uns, Stan. Der vielen Monden. So, was kriegen wir jetzt hier? Tank, go. Tank ist am Start. Gehen denn automatisch hier da drauf? Wenn es tanktechnisch? Katastrophen-Heidi. Okay. Der orange Kreis unter Cartman zeigt an, wie lange es noch dauert, bis deine Special-Kraft fertig ist. Okay. Sehr gut. Revolver hält rein. Let's go. Der größere Kreis um Cartman herum zeigt die Reichweite seiner Kraft an. Das weiß ich. Lohnt sich jetzt noch nicht unbedingt. Na gut, sehen hier rein, hier von hinten als Klärchen. Mein Feuerball ist ready to rumble. Wenn jetzt Cartman voll läuft, könnten wir die Special-Fertigkeit machen. Und zwar genau jetzt. Let's go! Damage. Geil. Sehr schön. Und ein Revolver hält Keil dahinter. Let's go. Jetzt brauche ich wieder einen Cartman zum Tanken, wenn es geht. Was kann die Karte? Katastrophen-Heidi. Heidi ist eine Kämpferin, die schlau und lustig ist. Okay. Oh. Holy shit. Ja, down. Instant down. Jawohl. Schön. Damage. So, oh, von hinten. Und komm jetzt rum. Von hinten hier. Cartman. Let's go. Tank. Tank den scheiß Cartman, Mann. Dafür bist du da, verdammte Kacke hier. Cap weiter, neuer. Schon bald stehst du vor Stan. Ich bin dabei. Lauf vor, Cartman. Du musst tanken. Cartman, du musst tanken. Da, Stan. Du hast ziemlich was drauf mit dem Handy neuer. Ich weiß. Ich bin halt Suchti, ne? 24-7, deswegen bin ich auch schon halb blind. Aber nun werde ich meinen Stammesmythenerzähler ausspielen. Ach nö. Da ist Jimmy. Geschichtenerzähler Jimmy. Aura verringert den Angriff aller umgebenden Gegner. 3, 448, 30. Holy shit. Joop. Ja. Geschichtenerzähler Jimmy. Yay, du scheiß Krippel, was ist los? Nieder mit den Cowboys. Übrigens, ich hab nichts gegen Krippel, das ist nur, ne, ihr wisst Bescheid. Ja. Cartman muss vor zum Tanken. Ich schicke, glaube ich, den Feuerball rein. Ich warte kurz, bis ich 5 habe. Dann kommt der Feuerball. So, Feuerball, let's go. Und Special-Fertigkeit. Go. Jawohl, Damage ins Gesicht. Alles rein damit. Wir schicken den Scheiß noch ran. Oh, Damage. Wir gewinnen. Cartman, tank die Scheiße weg. Easy Snack. Cartman, welche in jedem Game der krasseste ist. Ich hätte die weiter nach hinten spielen sollen. Egal, sie kommen mit ihrer Schere angelaufen und... Jimmy ist tot. Geschichtenerzähler Jimmy ist schon down. Da kannst du wie rumstottern, wie du willst. Und schon wieder gewonnen. Sieg! Yay. Das Spiel ist cool. Es gefällt mir. Es gefällt mir richtig. Ein schönes, lustiges Game. Weiter. Mit Karten. Und ich darf wieder. Okay, hier bekomme ich was zum Anziehen. Darf ich später andere Sachen anziehen? Das wäre cool. Und Upgrade-Objekt und Banditen-Sally wieder. Jawohl! Schön. Number one. Und? Number 2! What the fuck? Und? Die brauchen wir. Ich habe mich alles bekommen. Die Frage ist natürlich, ist das öfters hier drin oder nicht? Ich habe einfach alles bekommen. Ich habe alles gezogen. Ist das gut? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon. Weiter. Geiles Ding. Tippe auf das Handy, um die Outfits anzuzeigen. Okay, mache ich.
Heidi natürlich, die Outfit-Dame. Tippe auf Outfit-App, um die Outfit zu wechseln. Mach ich doch. Natürlich wieder ein iPhone, ne? Ist ein iPhone. Wie sind das bei... Gibt es eigentlich nur fürs iOS-Gerät? Ich wechsle. Wechsel dein Hemd, indem du auf den Körper tippst. Mach ich. Oh, oh. Und siehst du wirklich gut aus. Dankeschön. Dankeschön. Du solltest sie pink färben. Ist klar. Okay, dann, wenn ich das soll. Ist das pink? Ist das immer lila? Das ist mir pink, ne? Das machen wir dann schön in so ein Ton. Oh ja, ja. Oder machen wir hier noch so schön diese Farbe hier. Und dann wieder Hut natürlich so. Das passt nicht zu meinen Haaren. Doch mehr so. Ne, das ist zu wenig rot vielleicht. Rot, nein, rot passt nicht. Dann vielleicht mehr so. Nein, orange. Ach, das ist doch sweet. Oh, das ist doch ziemlich sexy. Ja, das gefällt mir. Das passt nicht so gut zu dem Outfit. Dann ist das schon besser. Ah, dann doch das hier vielleicht doch so einen Touch noch geben, indem wir das vielleicht so ein bisschen weiß machen. Weiß oder doch blond, passend zu meinen Haaren. Oh, das ist doch wunderbar. Wir machen wieder. Oh, das ist doch sweet. Sweet, sexy. Geiles Ding. Schön. So, jetzt habe ich Avatar. Kann ich den immer ändern? Das kostet bestimmt Geld. Lass mich nicht lügen. Ich check mal kurz die Lage. Ich weiß nicht, aber man kann es machen. Ich will aber zurück. Home. Ich kann auf jeden Fall immer ändern. Das ist schon mal interessant zu wissen. Aber die Ladeeinheiten, der Ladebalken ist teilweise ziemlich lang. Das gefällt mir nicht. Wir gehen back to base. Wir haben Erfolge hier noch abzuschenken. Wir haben Nachrichten. Wir haben Twitter. Jetzt öffnet sich wirklich Twitter bei mir. What? Das ist echte Twitter? Das ist echte Twitter. Genau wie Facebook. Deswegen raus hier. Tschüss. Will ich nicht. Home. Back to home. Geil. Zweiten Kampf. Wow, Indiana zu sein ist echt hart. Der Neue hat mich jetzt wirklich... Hat der Neue die in den Arsch getreten? Nein. Ja. Wow. Von Arschtritten sprechen. Habt ihr den Neuen? Das ist zu viele Nachrichten. Ihr merkt schon, dass der Neue im Gruppenchat ist, oder? Das ist cool. Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, man kann auch hier irgendwie die ganzen Nachrichten lesen. Wieder Punkt, Punkt, Punkt hier. Siehst du? Merkst schon, dass er neu. Okay. Hey Leute, Kyle hat gerade mein Handy gestohlen. Er hat sich nicht zufällig den Spaß gemacht, etwas Anständiges zu texten, oder? Ja, ja, genau. Ja, genau. Ist okay. Ist okay. Ne, der Versuch fällt Arsch. Er läuft weg. Hat Kyle mir geschickt. Hey, Neuer. Ja, geil. Wir sind immer der Neue. Ich würde mal sagen, es geht weiter mit dem nächsten Kampf. Einpacken wir heute noch locker hier. Easy Snack. Schönes Game. Gefällt mir. Was haben wir hier jetzt? Immer noch einfach. Nathan gibt's hier. Der Nathan. Kennt ihr den Nathan? Und das Krüppelcamp? Mit Timmy und so? So. Cartman, let's go! Oh, da kommt wieder. Na gut, die Attentäterin rein. Nach hinten hier, den Scheiß. Kann man seine Special-Fertigkeit, wo wir noch nicht einsetzen, eigentlich. Attentäterin ist am Start. Die gönnt sich die Attentäterin. So gefällt mir das. Okay, Kyle ist tot. Kyle ist gestorben. Der hält viel aus, deswegen nutzen wir es einfach mal. Der hält echt viel aus. Special-Fertigkeit wird sich gegönnt hier. Sehr gut. Gesetzloser Tweak. Warte noch kurz, jetzt noch nichts ein. Okay, gesetzloser Tweak von hier oben. Ah, oh, das Kindergartenkind ist tot. Denn der Revolver. Nein, das wollte ich, die wollte ich nach hinten packen. Egal, ist okay. Aber alles spielt, heißt egal, ich bin ein Snob. Ich kann nichts. So. Damage. Sie geht auch Nahkampf. Heidi sehe ich gerade. Oh, perfekt für den Feuerball, oder? Perfekt für den Feuerball. Rein damit. Reingeottert. Oh, dieser Feuerball. Dieses Geld. Komm, Cartman, tank den Scheiß. Jetzt will Revolver Kyle von hinten rein, damit er ein bisschen Damage reinottert. Er hat Bock. Er überlebt noch. Sehr schön. Nächster Feuerball wieder aufgeladen. Er sieht alles gut aus hier. Der zieht da alles gut aus hier. Da wird geschossen. Range ist am Start. Cartman, bevor er stirbt, mal seine Special-Fertigkeit machen. Dankeschön. Und jetzt kommt wer? Du traust dich was, Neuer. Aber für das, was du kommst, bist du nicht gewappnet. Oh mein Gott. Nein, Schamane-Token. Was kann Schamane-Token? Keine Special-Kraft. Na toll. Aber der ist halt krass. Ist halt Token, ne? Token ist schwarz, der kann alles. Go! Oh Gott, Token. Schamane-Token. Let's go, Token. Komm, zeig, was du kannst. Dein Tod wird langsam und qualvoll sein. Ist der Range? Oh, Nahkampf. Wow, Token. Ich dachte, du bist mein... Wird's Sheriff sein? Vergiss es. Ich will lieber ein geistiger Anführer sein. Nun, dann sprichst du besser dein Gebet. Oh yeah. Genug. Gerede Cowboys. Oh, jemand ist der Tod. Ja, let's go. Hier. Tod. Für dich.
brauche so langsam wieder Cartman und einen Feuerball. Lass Cartman. Los, Cartman Tank. Oh oh, oh oh. Holy shit, holy shit. Okay, das ist besser. Cartman tankt. Oh, das ist schon gut. Das ist gut, Alter. Das war jetzt gerade richtig knapp. Was ist denn passiert? Habe ich gerade irgendeine Special-Fertigkeit benutzt, weil die an mir dran sind? Die haben also Elektroschock bekommen. Das war jetzt gerade richtig knapp. Holy shit. Oh oh, er hat gerade das Ding selber in seinen Kopf geworfen. Er ist tot. Sieg! Aber nur mit Hilfe von irgendeiner Special-Fertigkeit, wo ich nicht wusste, was passiert. Egal. So, Nathan brauchen wir. Nathan ist locker hier. Shit. Wo ist Nathan? Nathan, wo bist du? Bei Lord? Lord war letztes Mal eine Flaute, diesmal ist er... Nathan, Nathan! Mist. Ich brauche Nathan. Nathan ist ein Krüppel. Wo ist denn ein Krüppel drin? Krüppel sind meistens hier. Da ist Nathan! Yay! Jawohl! Verursacht mit explodierenden Bomben Flächenschaden. Oh mein Gott. Übrigens, wenn ihr denkt, ich hab was gegen Krüppel, beziehungsweise das Wort ist böse, ich weiß, es ist blöd, beziehungsweise böse, es ist halt auf die Serie, beziehungsweise aufs South Park bezogen. Und dann nennen die nun mal die Leute so. Also ich hab nichts, ich diskriminiere niemanden, ich hasse niemanden und alles mögliche, das ist alles, ne? Also ganz ruhig, Leute. Ihr müsst jetzt nicht denken, dass ich irgendwie was Böses oder so dagegen habe. Das hört sich wohl böse an, aber es ist, wie gesagt, auf das Spiel bezogen. Also ganz locker und ruhig bleiben. So, geil. Ich habe alles, ne? Ich kann nicht weitermachen. Darf ich nochmal aufmachen? Ich habe doch drei. Okay, weiter. Sehr gut. Oh, Anruf von Cartman schon wieder. Hello there. My name is David Cattenbear, Senior Head of Marketing. We've heard that you're really good on your phone. If you want to get even better, please head on over to our store. You won't regret it. What do you say? Hello? Oh yeah, I forgot, you don't talk. Tipp auf den Job, neuer. Doch, wir warten etwas auf dich. Was? Ich soll jetzt irgendwie noch Geld ausgeben oder was hier? Was ist denn los? Das ist der süße Kram, den du im Shop kaufen kannst, okay? Das ist ein total netter Shop, der sogar Karten verschenkt. Gratis-Paket öffnen. Cool. Was bekommen wir? Au, aufreißen. Lustig, cool. Sehr schön. Was ist das? Oh, Münzen. Dankeschön. Oh, Indianerfeder. Oh, Pfeilspitze und Rattenschwarm. Vier Ratten vermutlich aus Kennys Haus. Ja, wo denn sonst her? Geil. Schön. Möchtest du deine Benachrichtigung erhalten, wenn eine Gratis-Paket? Nö, möchte ich nicht. Tiffy hier für noch mehr coolen Kram. Mehr Zeug. Ladevorgang. Aha. Gratis. Weil du so wahnsinnig gut mit deinem Handy bist, ist das Paket gratis. Dankeschön. Dann gib mal her den Rotz. Wird sich gegönnt. Oh, Phone Destroyer, South Park. Gibt es eigentlich jetzt auch in Echtkarten? Ey, da könnte man sich echt überlegen, mal Echtkarten zu kaufen. Hätte ich Bock drauf. Was haben wir hier? Mal reingelunzt. Uraltes Fossil. Alter, wie viele das sind? Sheriff-Stern. Banditen-Sally. Geil, kann ich jetzt upgraden, glaube ich. Katastrophen-Heidi, kann ich noch nicht upgraden? Oh, selten die Nelly. Wer ist denn Nelly? Taubengang. Gruß an die Taube auf jeden Fall. Mein Mod von Twitch. Fliegt außerdem total widerlich. Das stimmt. Oh! Geschichtenerzähler Jimmy schon wieder bekommen. Naja, nicht bekommen. Ich hatte den vorher noch gar nicht. Aura verringert den Angriff. Genau. Wo haben wir noch eine, die... Selten, selten. Gewöhnlich. Pfeilspitze. Was haben wir hier noch? Buch des Wissens. Und? Münzen. Geil. Sehr schön, das hat Bock gemacht, die aufzumachen. Jetzt muss ich Geld ausgeben. Das andere kostet alles, ne? Ja. Ich habe aber 1600, aber nur diese 10 Münzen. Ich habe keine Dollar. 450 für... Alter, ist okay. So, die sind jetzt allgemein im Shop. Da habe ich auch keine Münzen, ne? Diese 10... Doch, die 10 Münzen habe ich. Ich könnte mir Kraftserum kaufen, Katastrophen-Heidi oder Ratten. Neue Objekte in das kennen wir alles, Spielprinzip. Will ich nicht. Habe ich keinen Bock drauf, Leute. Hab gar kein Geld. Ja, Leute. Wow, der neue ist wirklich gut mit seinem Handy. GG. Dankeschön. Dankeschön, Token. Leute, wir haben wirklich eine Chance, die Indianer jetzt zu schlagen. Was? Da, ich bin mir sicher, dass Dan seine besten Kämpfer verschossen hat. Du bist so unglaublich neuer. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und du tötest Dan ein für alle Mal. Machen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen. Leute, das war's. PvP-Fight kann ich noch nie machen. Das Tutorial müssen wir noch weiterspielen. Machen wir beim nächsten Mal. Ihr könnt jetzt Geld ausgeben. Das ist immer geil. Und wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt gerne Sachen, Tipps und so weiter, Meinungen in die Kommentare, ob ich davon mehr bringen soll. Und ja,
Seinen Haufen Super Nice Boys and Girls bis zum nächsten Mal reingehauen und tschüssi.